Vers 49. Ich verehre den urersten Herrn, Govinda, der seine abgesonderten, persönlichen Emanation, Brahma, die Macht verleiht, die materielle Welt zu regeln. Ebenso wie die Sonne einen Teil ihres Lichts in funkelnden Edelsteinen wie dem Surya Kanta sichtbar werden lässt. Erläuterung: Es gibt zwei Arten von Brahmas. In manchen Kalpas, wenn einem geeigneten Jiva die Kraft des höchsten Herrn eingegeben wird, begleitet dieser Jiva das Amt Brahmas und erschafft das Universum. In den Kalpas, in denen kein geeigneter Jiva zur Verfügung steht und der Brahma des vorherigen Kalpa Befreiung erlangt hat, erschafft Krishna durch einen Teil seiner eigenen Kraft einen Brahma, der seinem Wesen nach der Avatara, Erscheinung Gottes, im aktiven weltlichen Prinzip Rajoguna ist. Solch ein Brahma ist den gewöhnlichen Jivas übergeordnet, ist aber nicht direkt der höchste Herr. Die göttliche Natur ist in Shambhu in größerem Ausmaß vorhanden als in Brahma. Mit dieser Feststellung soll im Wesentlichen zum Ausdruck gebracht werden, dass alle 50 Eigenschaften, die zu den Jivas, den Seelen gehören, in größerem Ausmaß in Brahma vorhanden sind, der in geringerem Ausmaß 5 weitere Eigenschaften besitzt, die bei den Jivas nicht zu finden sind. Aber in Shambhu sind sowohl die 50 Eigenschaften der Jivas als auch die 5 zusätzlichen Eigenschaften Brahmas in noch größerem Ausmaß vorhanden als in Brahma.